Und wir sind wieder zurück bei Fallout. Hallo und herzlich willkommen. So, ich will eigentlich noch ganz schnell 5 Bett bauen und dann ist schon gut. Wir machen die unten. Dann kaufen wir ganz schnell Zement. Will ich noch bei der Dunkelbaustelle Dingensbummes vorbeigucken. Nein, warte. Nicht bei der Dunkelbaustelle, sondern da an einem anderen Ort. Ich weiß aber gerade nicht wo. Bunker Hill, das war's, Bunker Hill, da will ich noch vorbeigucken. Irgendwie geht Stoff langsam aus. So, etwas Kleines doch noch. Und zwar... wir machen hier noch ganz wenig Wasser. So, dass man auch die Möglichkeit hat, hier noch Wasser zu holen. Und ganz wenig Karotten. Solange es hier geht, ist mir das recht. Wirklich nicht viel. Wirklich nur das, was geht. Viel mehr müssen wir hier nämlich nicht machen. Karotten sind ja schließlich gesund, sind gut für die Augen. Deswegen pflanze ich sie an, damit man die Feinde gut sieht. Das ist auch ein Verteidigungsmittel. Schutz sollte hier auch hochgehen. Okay. Wir haben jetzt aber hier noch ein bisschen Nahrungsmittel, das ist eigentlich die Hauptsache. So, du verteidigst oben. Wir lassen dich das Geschütz machen. Also die Artillery. Fällt mir gerade ein, die habe ich gar nicht mehr. Okay. Ich mache dich hier drauf. Ich habe die Artillerie wohl irgendwie weggebracht. Ja. Da wird sie wieder da. Wir müssen nur noch kurz jemanden beauftragen. Ich nehme dich. Zack. Sehr gut. So. Also, dann haben wir das. Dann will ich jetzt ganz kurz noch Beton kaufen. Das kaufen wir in der Albernetti Farm. Ich hätte eigentlich auch hinlaufen können. Dann will ich den Flughafen aufbauen. Auch wenn jetzt keine Leute dahin können und ich keinen Signalempfänger hinschicke. Ich werde, Piper schicke ich dahin. Ich schicke vielleicht Preston dahin. Einfach Leute, die ich hinschicken kann. Ja, und die werden dann da leben. Das ist die Idee dahinter. So, ganz schnell Beton kaufen. Ich mache es jetzt trotzdem während der Folge. Wo ist sie? Ich höre dich, Katze. So süß. Aber ich suche eigentlich die Herrin hier. Die Herrin, die normalerweise das Zeugs verkauft. Ja. Wo ist die? Die ist normalerweise hier immer am Pflücken. Am Arbeiten. Ich mach mal eine Stunde ein Nickerchen. Du hast jetzt wirklich eine Stunde gewartet, den Satz zu vollenden. Entschuldigung. Hey, wie geht es dir? Ich liebe Willst du was kaufen oder verkaufen? Dort gibt es so viel zu sehen. Ich will eigentlich nur Beton kaufen. Habe ich das jetzt gekauft oder nicht? Ja, habe ich. Gut. Ich habe es nicht gekauft. Moment. Sicher. Weil ich zu wenig Kohle habe. Ich verkaufe dir... ich verkaufe dir Munition. Ich brauche momentan ohnehin keine Munition. Ja, komm. So, zack, zack. Ich will da gar nicht groß. So. Dann Bunker Hill. Bunker Hill hat scheinbar Probleme. Ich habe da geguckt, die haben null Schutz, was aber nicht sein kann. Und
dann Flughafen Boston und dann gibt's noch ganz oben rechts noch eine einzige Siedlung, die ich noch nicht aufgebaut habe. Ich habe schon Masten hingestellt, Leute sind schon gekommen, ich habe es vorhin gesehen. Also ab von der Folge habe ich kurz geguckt, wo ich hin will, was ich machen will. Das ist bereits im Gange. Ich muss dann nachher nur noch viel mit Zement arbeiten. Ich muss dann noch eine Zementkauf-Session machen. Das mache ich natürlich außerhalb von der Folge, um dann den Boden zu ebnen, weil es ist da, das ist, da geht's drüber und drunter. Da kann man nicht normal bauen. Und wenn ich da rundherum bauen will, brauche ich einfach Betonboden. Ich muss das ebnen. So. Wie sieht's jetzt hier mit dem Schutz aus? Achso, wir haben ein Energieproblem. Immer noch. Das liegt wohl daran, dass alles nicht richtig verbunden ist, ne? Irgendwo ist der Wurm drin. Und ich glaube, ich sehe auch schon wo. Und ich weiß nicht, ob ich hier so als menschliches Wesen rüberkomme. Ich habe einen Synth gesehen. Das war in Diamond City. Scheiße, ist nur eine Frage der Zeit, bevor sie zurückkommen und den Job erledigen. Das Institut ist leider nicht mehr existent, von daher ist das nicht möglich. Nein, doch, sollten alle Generatoren miteinander verbunden sein, aber irgendetwas stimmt doch nicht. Irgendetwas stimmt einfach nicht. Es ist gar nicht möglich, dass die nicht... dass irgendeiner nicht funktioniert. Ich meine, man sieht's ja, die bewegen sich alle. Auch der da... drüben ebenfalls. Die hier sind alle mit dem verbunden. Der ist mit dem verbunden. Upsala. Na, komm. Ich zerbreche mir darüber jetzt eher. Ganz ehrlich gesagt, ich zerbreche mir da einfach nicht den Kopf drüber, weil es ist totaler Quatsch. Wenn es nicht funktioniert, pff. Können sich ja die Siedler selber drum kümmern. Ich freue mich ehrlich auf das DLC, das noch. Das Add-on, das wir dann noch haben. Das heißt, noch zwei Baufolgen und dann heißt es Hallo, Add-on. Was hast du noch alles für mich? Level 72 schon. Bis 100 ist es nur noch ein Katzensprung. Ja, in der Nacht will ich aber nicht bauen und insbesondere nicht dann, wenn es regnet. Das ist nett von dir, Dogmeat, aber dann gilt mein Interesse an anderen Dingen. So, was für Uhrzeit haben wir? Machen wir 6 Stunden. Dann haben wir 7 und 10. Das sollte reichen. Gut. Oh, schönes Wetter. So stelle ich mir das vor. So, wir bauen hier jetzt trotzdem und schicke dann einfach meine Leute hier hin. Bis hier nach vorne kann ich. Obwohl ich kann die Wände ja eigentlich mitverwenden, ne? Was streng gesehen bedeutet, dass ich gar nicht so viel bauen muss. Und es auch ein bisschen besser timen darf und kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es gerade ist. Ich glaube nämlich nicht. Jetzt könnte es gerade sein. Nein, auch nicht. Ich glaube, das ist gerade, auch wenn es jetzt nicht... Habe ich nicht irgendeine Linie, wo ich mich daran orientieren darf und kann?
Verdammt. Ich dachte eigentlich, das geht ruckzuck. Scheinbar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann einfach eine normale Wand hier. Geht das? So, ja. Und dann machen wir hier weiter. Na. Es ist unfassbar bescheuert, ganz ehrlich. Kann ich dich jetzt hier... Ja, danke sehr. Immerhin einen. Aber der ist jetzt nicht gerade. Hm. Das ist bündig. Ach, komm schon. Immer noch gut. Zappalut. Halleluja, dankeschön. So, okay, hier haben wir zu. Zwar nicht ganz so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe und wie ich es gut finde, aber naja. Kann ich dann etwas Rundes bauen? Ich könnte sowas bauen, aber das ist mir nicht rund genug. Naja, die sind auch nicht viel besser. Also irgendwo muss ich ja auch noch eine Eingangsseite machen. Obwohl ich wollte den Eingang eigentlich hier machen. Das ist jetzt nicht unbedingt gut. Was ist, wenn ich mit den hier arbeite? Einen beispielsweise so mache. Ganz bündig. Jetzt scheint es gut zu sein. Hm. Ja. Ja. So, das reicht mir schon. Perfekt. Perfekt. So, hier müssen wir ein bisschen mogeln. Ja, dezent gemogelt. Obwohl, ich will was anderes ausprobieren, das vielleicht auch geht. Nicht ganz so perfekt, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich fand's vorhin besser. Mit der Wand, die hier so, zack. Na gut. So drüber geht, aber anders drüber geht nicht. Sehr schade eigentlich. Jetzt will ich aber noch etwas versuchen, damit es optisch... damit es optisch gut ist. Aber ich befürchte, das geht nicht. Ja, jetzt finde ich es gut. Ist nicht ganz im Sinne, wie ich es eigentlich will. Ich will eigentlich nur noch eine hier. Weil mir das hier nicht so passt, dass wir hier noch so eine Art Loch haben. Wenn ich den wegnehme, den hier hinsetze, nein. Das hier ist nicht, fast nicht möglich zuzumachen. Ich so das Gefühl auf aller Fälle. Es könnte gehen. Ach komm schon, ich will nur. Ja, wir klatschen dich ganz schnell da dran, damit ich hier was Normales bauen kann. Ja, ist jetzt nicht ideal. Ich schaue mir das ganz schnell von außen an. Ja. Es ist zu, das ist alles, was zählt gerade. So, dann machen wir hier. Hier so ein Eckchen. Und hier ein Eckchen. Sehr gut. Nein, ich will. Was sind sie? Sind sie hier drin? Ich kann hier auch keine Verteidigungsanlagen bauen, wo man hinstehen kann. Aber natürlich, weil natürlich auch keine Leute hier sein können. Also theoretisch nicht. Öl habe ich ganz wenig noch. Schrotflintengeschütze brauche ich auch Öl. Das heißt, das, was ich jetzt hier gebaut habe, ist so, naja. Macht so, naja, Sinn. Ich finde es sehr schade, wenn ich ehrlich bin, dass man hier nicht einfach so bauen kann, wie es einem beliebt. Wie es einem beliebt. Sehr schön. Ein paar Bettchen rein.
So wahnsinnig viele Leute werde ich hier wahrscheinlich nicht hinschicken können. Aber wir bauen es trotzdem ganz süß auf. Wir bauen es ganz süß auf. Vielleicht eines Tages kann man hier dann ja auch noch vor sich hinleben. So. 7 haben wir jetzt. Schutz haben wir leider gerade nichts. Ein Lasergeschütz könnten wir bauen, aber ich weiß, dass ich kein Kupfer habe. Ich bin wirklich eine arme Maus gerade, das ist Wahnsinn. Was ich mit den Türen mache, weiß ich noch nicht. Ich will eigentlich nur hier hochbauen, weil ich finde die Idee eigentlich einfach ganz amüsant. Dogmeat, könntest du mal bitte hier rüber? Einfach weg von da. Dogmeat! Er steht einfach da. Einfach, als ob er es absichtlich macht. Hier hin. Hier drüben. Und er läuft wieder hin. Er läuft wieder hin. Er kann einfach nicht anders. Okay, jetzt haben wir hier angedockt. Die Idee ist jetzt. Das wird nicht gehen, ne? Ja. Das ist, wenn ich das ganze Konstrukt einfach umdrehe. Und zwar den Eingang hier ein bisschen komisch. Okay, so jetzt. Ich will nämlich einen Weg da oben drüber, weil dann können wir direkt zu der Bruderschaft rein. Coole Sache. Jetzt will ich schauen, ob es mit dem anderen auch noch geht. Jetzt haben wir den Weg hier hoch. Ich will eigentlich 2 machen. Geht das? Geht knapp nicht. Ja, du, dann halt nur 1. Ist auch okay. Hauptsache, wir kommen hier mal rüber. Ja, ich mache hier doch auch noch einen. Oh, der ist aber nicht gut.
Geht der hier auch? Das wäre natürlich schön. Man, nur einer. Einfach nur einer. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber okay. Ach komm, was probieren wir hier eigentlich aus? Das ist doch Quatsch. Kann ich hier auch noch ein Häuschen bauen? Also theoretisch. Ja, nein, ja, vielleicht, nein. Ja, so. Das geht. Sehr spannend. Das muss ich dann. Ich ziehe das noch ein bisschen rüber jetzt hier. Jetzt brauchen wir dann hier noch ein Trapchen oder so. Aber das ist mal gut. Gut zu wissen. Ach, dass ich hier noch ein weiteres andocken kann. Hier können wir was zusammenbauen. Aber das machen wir in der nächsten Folge erst. Dann, wenn ich wieder ein bisschen Ressourcen habe. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge von Fallout 4. Ich freue mich drauf. Bis dann.